Okay, hallo Leute, es ist wieder soweit. Es passiert etwas in meinem Leben und ich habe die Energie und Lust dazu zu vloggen, weil sonst war ich krank oder es ist nichts passiert, so wie immer halt. Wir gehen wandern! Das ist Laura. Das ist Lauras Schwester Mimi. Der andere Kopf, der da hinten rausschaut. Und der Kopf, der da rausschaut, das ist Nadi. Wir sind hier nämlich gerade eben in Benediktbeuern. Also quasi das Kaff, zu dem jede Schule hinfährt, wenn Schule an Time ist. Wer von euch war schon mal mit der Schule in Benediktbeuern? Wirklich jeder? Ich auch! Das ist so geil! Das ist so das Standardding. Ich glaube, die machen richtig Asche. Sie haben es rausgefunden, wie es funktioniert. Wir ziehen uns jetzt unsere Wanderschuhe an und dann gehen wir hier irgendwie auf die Hütte. Auf die Hütte. Das ist eine familienfreundliche Wanderung, sonst würde ich abkratzen. Dankeschön. Das hier ist die Garten wieder. Nicht gewaschen! Also ich habe die wirklich gewaschen. Das ist nett von dir. Ich wollte eigentlich auch schon die Anreise filmen. Ups, hallo. Die Anreise filmen. Dann waren wir aber im Stress. Deswegen gab es auch keine schönen Aufnahmen vom Fahren, aber einfach für den Vibe. Und irgendwann. Perfekt. Dann geht's jetzt los. Wandern wir jetzt auf die Tutzinger Hütten und übernachten da auch einen Tag, weil wir es können. Ich bin jetzt nämlich auch Mitglied im Alpenverein. Bin ich jetzt die Einzige, die nicht Mitglied ist? Ja. Oh. Schön ist es. Schön. Ich weiß gerade nicht, was ich noch sagen soll. Mensch, das ist aber ein schöner Baum. Auch schon die ganze Zeit fast aus und denke mir so, ja gleich ist, stürze ich hier den ganzen Berg runter und meine Kameras sind kaputt. Das ist eigentlich meine einzige Sorge. Egal ob ich sterbe oder nicht, Hauptsache den Kameras geht's gut. Und Alessio. Vor allem Mimi hier mit ihren Aldi-Schuhen. Oh, mein Handy. Ups. Der Schneemohr. Geil. Weißt du, wärst du ganz so fresh am Run. Oh mein Gott. Das sieht aus wie ein Fahrradfahrer. Sehr gut, Nadja. Konnte hatte ich immer eine 1. Okay, übertreib.
Das ist Kunst. Das ist so ein Fallschirmspringer und das ist so ein Fahrradfahrer. Wir sind da! Und wir werden nämlich auch hier übernachten. Ich glaube, das habe ich schon erzählt. Ja, wir werden hier übernachten. Weil ich bin jetzt übrigens seit neuestem Mitglied im DRV. Das habe ich auch schon erzählt. Ich vergesse immer, was ich den ganzen Tag immer so erzähle. Deswegen ist mein Blog immer nur 2 Minuten lang, weil ich einfach nur eine Sache erzähle und das war's. Wenn man kein Mitglied im DRV ist, dann zahlt man für die Nacht 22 Euro. Und wir zahlen jetzt nämlich alle nur 11, außer Mimi. Die ist nicht Mitglied. Aber die ist noch 17, deswegen zahlt sie nur 17 Euro. Netzsponsert. Da kann sich übrigens auch jeder anmelden. Und dann zahlt man halt pro Jahr so einen Mitgliedsbeitrag. Aber es lohnt sich, wenn man ungefähr so 3-mal wandern geht. Hallo, darf ich reinkommen? Ja, gerne. Ui. Das ist doch jetzt eindeutig ein Placement für die Sparkasse. War bestimmt schon jedermanns Traum, beim Essen fit zu werden. Und wie ist immer eine Frage? Ich esse. Nein, Spaß. Merkst du dir? Ach was? Ja. Das fängt ja mal ganz anders an. Als mein Schnittlauch zwischen den Zähnen. Oder irgendwas. Salat oder so. So, komm. Jetzt habe ich die Karten hier wieder draufgelegt, ja? Ich hebe ab. Jetzt kann mich gerade nicht konzentrieren. Ne, ich hebe nochmal ab. Guck mal, also deine Karte ist jetzt irgendwo in dem Deck, ja? Ja. Ich kann nicht mehr. Ich habe gerade echt keinen Hunger. Laura denkt sich gerade so, soll ich sie nehmen? Bevor sie wegschmeißen. Ja, so wie diese Semmeln da in ach so, Nadine. Ja, die sind zu babbig, aber das ist sie, oder? Doch, natürlich ist sie das. Hey, du verarschst mich. Das ist die. Ich hab's da einfach schon wieder gekleckert. Mensch, das kann doch nicht sein. Doch, das ist sie. Hast du das gefilmt, was das für eine Karte war? Annika, ja, okay, kann ich akzeptieren, wenn ihr Zaubertrick nicht funktioniert. Nächste dir. Ach was. Ja. Weil auch schon 2 Leute drin sitzen und schlafen. Weil angeblich sind jetzt die warten so auf uns. Nee, weil angeblich sind da noch 2 andere Leute drin. Deswegen sage ich jetzt schon mal gute Nacht und wir sehen uns dann nochmal morgen immer runtergehen, weil das ist so spannend, denselben Weg wieder nach unten zu gehen. Und dann, ah ja, wir gehen morgen einen anderen Weg. Und dann gibt es nochmal andere schöne Aufnahmen vom Wandern. Das ist der spannendste Vlog, den ich je gemacht habe. Guten Morgen! Wir holen jetzt unser Lunchpaket ab und dann gehen wir auch schon wieder runter. So schnell ging es ja so. Ja, grüß Gott, der Herr Radler. Ich frage mich gerade eben, wie wir das eine steile Schneestück runterkommen wollen. Weil hier gerade war alles schon vereist und ich bin richtig runtergerutscht. Aber wir gehen tatsächlich gar nicht da runter, sondern irgendwie so durch den Wald. Hallo! Fazit, es ist auch nicht gerade irgendwie viel besser. Aber ich frage mich, warum wir gestern nicht hier hochgelaufen sind. Ich bin schon einmal hingefallen. Deswegen, Kinders, wenn ihr wandern geht, zieht euch ordentliche Schuhe an. Ja, zieht euch ordentliche Schuhe an, sonst endet ihr wie Mimi. Bitte nicht. Am Ende. Oh! Woo! Scheiße. Das habe ich drauf. Ich weiß nicht, welcher Weg besser gewesen wäre. Beim anderen hätten wir wenigstens einen sauberen Arsch, wenn wir hinfallen. Wir haben es geschafft. War toll. Thank you.
startet. Ziel, Donnersberger Brücke. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich gehe jetzt essen mit meinen Eltern und ich glaube, ich beende diesen Vlog auch jetzt. Ich hoffe, Wandern war spannend. Ich glaube, ich mache nicht nochmal einen Wandervlog, aber ich hoffe, es war schön. Okay, bis dann, wenn wieder irgendwas Spannendes in meinem Leben passiert. Wahrscheinlich so erst in 3 Monaten wieder. Tschüss!